Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Ist nicht schlimm. Ist alles beim Alten. Das ist die Geschichte einer Freundschaft. Sie beginnt mit Geld. Oder eigentlich beginnt sie mit Geld, das wir nicht hatten. Mein Freund Frankie war verschuldet bei dem Silberrücken Alcatar. Das war nicht komisch. Willst du sterben? Nö! Ich musste für diesen Silberrücken auch noch arbeiten. Das ist keine schöne Arbeit, aber... Nenn mir einen, der keine Probleme hat. Wenn du weitermachst und an das Glück glaubst, dann passiert etwas völlig Unerwartetes und die Sache dreht sich wieder. Und dass einige dieser Stadtgorillas in 48 Stunden nicht mehr am Leben sein würden, war so nicht geplant. Was hast du gesagt? Nichts. Wir machen unser eigenes Geld. Das sieht perfekt aus. Es ist perfekt. Jeder braucht Geld. Verkauf das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Das ist eine verfickte Kriegserklärung. Rede nicht so mit mir, der kleine Conti, was hört doch alles mit. Muss der Chef hier alles wissen? Hier gibt's keine Geheimnisse. Ihr habt doch Frauen, oder? Ihr wisst doch, was passiert. Nee? Und auf einmal hörst du... Die Tasche ist weg! Was hast du gemacht? Ist das Geld hier? Wäre es eine gute Idee, das Geld hier zu lassen? Nein! Das Geld ist woanders. Wo denn? Woanders! Alle von dem Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange her. Nimm deine dreckige Schlampe und verpiss dich! Nenn sie nicht Schlampe. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wieder kommen. Man darf nicht in die Knie gehen. Das ist Berufsrisiko. Manchmal muss man genau das machen, bevor man am meisten Angst hat. Ist er jetzt schon tot, oder was? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt kannst du ein Lied machen, du Gangster. Yeah. Haarfarbe? Braun? Augenfarbe? Blau. Bin doch gut, oder? Okay. Nenne mir den Namen von einem Freund aus dem Internat. Gab's da nicht mal einen Leon? Das war im Kindergarten. Du hast ein ziemlich gutes Hirn. Also mach was aus deiner Marokko-Reise. Schau zu, dass du was erlebst. Freut er sich denn? Heinrich, pass auf den Jungen auf, ja? Paula möchte endlich mal ihren großen Bruder kennenlernen. Jetzt erzähl mir doch nichts von meiner Schwester. Ist dir doch völlig egal, was die fühlt. Oder was ich fühle.
There's nothing to do here for me in Marrakesch. There is a lot you can do in Marrakesch. The problem is your father. What is your name? Ben. You have to go. No, go. Je cherche un garçon allemand de 17 ans. Menschenskinder, wo zum Teufel bist denn du? Ich bin mit einem Mädchen unterwegs. Ich will in die Wüste. Zeit, dass wir heimkommen. Wir waren jetzt das Mädchen, mit dem du da unterwegs warst. Karima aus Marrakesch. Nicht jeder Vater, der um 7 bei seinem Kind auf der Bettkante sitzt, ist deshalb zwangsläufig ein guter Vater. Aber du bist einer, oder was? Wenn du mich lassen würdest. Bevor ich losgefahren bin, da hat unser Schulleiter zu mir gesagt, dass ich was erleben soll auf der Reise. Das ist mir nun gelungen. Du hast es ja wohl nicht geschafft. Was? Das Großwerden. Die Welt ist schon ziemlich scheiße, mein Junge. Unruhen, Proteste, Kriege machen nicht mal vom Sozialismus halt. Stellt euch vor, das wäre ein Russe für deine Oma, falls sie sich doch was aus Fisch macht. Herrlich. Wie kommt es, dass du immer neue Männer kriegst? Das frage ich mir auch. Was willst du denn? Sagen schon, dass ich gerne bin, die die Männer in den Korb steckt. Wir gehen davon aus, dass der oder die Tatverdächtigen im Fall Erich Winkler, dass die hier im Feuermelder verkehren. Fischwinkler, war das eigentlich wirklich ein aller Nazi? Und was für einer? In der Schule sagen sie, die Nazis sind historisch überwunden. Kann nicht sein, was nicht sein darf. Kennst du das Sprichwort? Ich glaube, ich bin verliebt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Du hältst jetzt mal die Klappe! Weißt du, womit du die Frauen beeindrucken kannst? Mit Geheimnissen. Wenn irgendjemand rauskriegt, dass ich dir von der Kommune erzählt habe, dann bin ich dran. Nicht so laut, du Idiot. 125, hast du eine Meise? Holger Jungs, was ist da los? Das ist ein Kind und kein Staatsfeind! Wer solche Unwahrheiten in die Welt setzt, der möchte nur unserem Staat schaden. Verstehst du das, Holger? Was hat er denn? Nicht hätte. Dort ist er. Also pass auf. Heute kann ich Rudis Rente abholen. Ich kann sie aber nur abholen, wenn er noch lebt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem ist er tischchen kühl, da hält er sich. Rüppchen mit Rindfleisch, geh doch mal her! Was haben sie in West-Berlin gemacht? Ein Weihnachtsbaum. Was sagst du dazu? Alle Nadeln ab! Da drüben. Jetzt passt mal auf, jetzt werden wir mal dem Kapitalismus ein Schnippchen schlagen. Sieht viel besser aus als vorher. Ich werde hier einen Tempel errichten. Dieser Ort hat eine spezielle spirituelle Kraft. Ich muss sie freisetzen. Ich muss die Menschen heilen. Wir haben keine Ahnung. Ich kann den Menschen ein neues Bewusstsein bringen. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden?
Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.